Es folgt jetzt die erste regionale Late-Night-Show Deutschlands, aufgezeichnet in den Theatergassen der Weltkulturerbestadt Bamberg Today. Hier ist Ihr Moderator Felix Shimura. Danke, danke, danke. Ja, alle ihr freut euch natürlich genauso wie ich auf die erste regionale Late-Night-Show Deutschlands. Ich bin der Moderator dieser tollen Show, Felix Shimura, und ich werde euch durch das angenehme Programm führen. Warum ist das Programm so angenehm? Wir packen euch alles, was euch von Stadt und Landkreis interessiert, in eine 30-minütige Late-Night-Show. Warum machen wir das? Weil wir es können. Und das ziemlich gut. Ich hoffe, das können wir heute beweisen. Und ich danke euch fürs Einschalten dieser tollen Show. Wir haben Investigativreportagen, wir haben Musik-Acts, wir fragen euch auf der Straße, was so abgeht und wissen immer am Puls der Zeit, was in Bamberg Stadt und Land ja, Thema ist und worüber es Diskussionen gibt und alles, was in der Hinsicht relevant ist. Ja, da braucht ihr nicht lange suchen, ihr seid schon davor. Ihr habt diese Show gefunden. Hallo, ich bin Juli und ich präsentiere euch mit meiner Kollegin Tina zusammen jetzt 5 Events, die ihr im September in Bamberg nicht verpassen solltet. Das Chapeau-Klack-Theater führt bis Mitte des Monats noch 4-mal das Theaterstück Der Räuber-Hotzenplotz und die Mondrakete unter freiem Himmel an der Altenburg auf. Die Termine dafür sind der 1., der 4., der 8. und der 18. September. Von 8. bis 11. September dürfen sich die Zwiebelfreunde wieder über das Zwiebeltreterfest in Bamberg freuen. Es wird ein entspanntes Musikfest mit unter anderem den Bamberger und Chicolores. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Filmbegeisterten, denn vom 9. bis 11. September findet wieder der Kinosommer Zapfendorf statt. Es wird jeden Tag ein anderer Film gezeigt, das ist am Freitag der Film Beckenrand Sheriff, am Samstag Wunderschön und am Sonntag Ghostbusters Legacy. Am darauffolgenden Wochenende geht der Chaos Computer Club in Bamberg auf intergalaktische Erfahrungsreise. Mit coolem Hackcenter, Workshops und tollen Vorträgen freuen sie sich auf euch. Kommt vorbei. Und nach einem weiteren rekordheißen Sommer ruft Fridays for Future global wieder zum Streiken auf. Auch Bamberg ist dabei, und zwar am 23. Der Treffpunkt ist der Bamberger Bahnhof. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Das waren unsere Top 5 Events in unter 2 Minuten in Bamberg und Umkreis. Was ist denn so in Bamberg passiert in den letzten Monaten, Wochen, Tagen? Einiges. Und das schauen wir uns an. Was seit heute tatsächlich der Fall ist, ist, dass das 9-Euro-Ticket nicht mehr gültig ist. Da haben wir natürlich euch mal um eure Meinung gefragt. Und haben festgestellt, dass es in Bamberg deutlich mehr Touristen gibt als Einheimische, die darauf antworten wollen. Deshalb gibt es vor allem eine touristische Perspektive. Wie viele Leute denn mit dem 9-Euro-Ticket nach Bamberg gekommen sind, wissen wir natürlich auch nicht. Aber wir kennen ein paar, die das gemacht haben und beziehungsweise irgendwie sonst in Bamberg gelandet sind. Und da schauen wir uns natürlich jetzt ein paar Interviewfragen zu an. Und hier haben wir auch schon unseren ersten Gast. Hallo, wie heißt du denn? Roland. Roland, jetzt ist ja seit 3 Monaten gibt es ja das 9-Euro-Ticket. Nutzt du das aktiv oder? Ja, ich habe welche gekauft. Kommst du direkt aus Bamberg? Nein, ich komme aus Göttingen. Also jetzt gerade mit dem 9-Euro-Ticket hier unterwegs, ja, mal die Stadt anschauen. Fast, wir sind schon mit dem Auto hergefahren, nutzen aber hier und in Nürnberg und Bayreuth und so weiter das 9-Euro-Ticket für Kurzstrecken. Und haben Sie selber eine Nutzung festgestellt, dass Sie mehr auf den ÖPNV ausweichen oder fahren Sie trotzdem noch genauso viel Auto wie vorher und nutzen das 9-Euro-Ticket nur für touristische Aktionen? Nein, ich fahre jetzt deutlich mehr, weil es ja auch deutlich günstiger ist. Allein dieses Hin und Her, ständig nicht zu wissen, welche Tarifzone in Nürnberg, das war ja ein Drama. Und jetzt mit dem 9-Euro-Ticket steigst du ein und fährst los und alles passt. Nutzt denn auch hier vor Ort das 9-Euro-Ticket, also den Stadtverkehr und die lokalen S-Bahnen? Nein, haben wir noch nicht, weil hier alles so schön fußläufig war. Aber wir kennen das 9-Euro-Ticket ja gleich ganz vom Anfang. Da haben wir uns im ersten Monat mal eins gekauft, ein Ticket. Und es ging wunderbar, also von uns vom Harz bis nach Münster, nach Westfalen, ging es gut. Wenig Leute, ja.
jetzt höre ich anderes. Was dann so Ihre Einschätzung? Werden Sie auch nach dem Ablauf des 9-Euro-Tickets weiter ab und zu mal Zug fahren? Werden Sie wieder mehr aufs Auto gehen, mehr auf den Zug? Was ist da Ihre Meinung? Also wir werden wahrscheinlich weniger Zug fahren, weil das haben wir vorher eigentlich auch nicht gemacht. Aber wenn so ein Ticket nochmal käme, würde ich es wieder machen, würde es auch wieder nutzen. Bin sowieso der Meinung, dass wir mehr mit dem Zug fahren müssten und dass der Schwerverkehr auf die Bahn muss. Aber das ist ja eine politische Sache und da wäre ich schon dafür. Und ich würde es auch nutzen, wenn es ginge. Hallo Jacob, du kommst hier aus Bamberg oder kommst du woanders her und bist hier gerade touristisch unterwegs? Ja, also ich studiere hier in Bamberg, aber ich komme aus den Vereinigten Staaten. Also ja, ich bin Student hier dann sowieso. Und das ist da, du hast bestimmt ja vom 9-Euro-Ticket mitbekommen, hast ja durch deinen Studentenstatus automatisch auch eins in deinem Semesterticket drin. Hast du es denn aktiv genutzt? Ja, also mindestens ich habe das aktiv benutzt. Ich bin wirklich unterwegs überall gewesen und ja, es hat mich eigentlich ganz gut gefallen. Warst du davor auch schon öfter mal unterwegs oder sind die Fahrten jetzt nur durch das 9-Euro-Ticket entstanden? Ja, ich bin unterwegs, aber zum Beispiel manchmal in Bayern, aber zum Beispiel wir sind nach Berlin gefahren, weil es kostenlos war. Normalerweise vielleicht hätten wir das nicht machen, weil es ein bisschen teurer dann auch mit regional, also ein bisschen öfter unterwegs und auch ein bisschen entfernter unterwegs gewesen, ja. Du warst ja jetzt sehr viel unterwegs. Hast du denn auch erlebt, dass du mal nicht mitfahren durftest, dass du 6 Stunden lang stehen musstest auf deiner Fahrt oder sowas in der Art? Es gab ein paar Möglichkeiten, wo die Züge ein bisschen eng waren, aber ich hatte immer die Möglichkeit, da rein mitzufahren. Ja, aber ich habe mich manchmal ein bisschen reingequatscht, aber ja, für mich geht es eigentlich. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, ja, muss man mal erleben, ja, diese 9-Euro-Ticket-Erfahrung. Wenn jetzt ein 9-Euro-Ticket wiederkommen würde, würdest du es dir wieder kaufen? Oh, ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Where are you from? Colombia. So, today we are talking about a 9-Euro-Ticket. You may heard of this. It's a special ticket for the local bus and train services. Do you use it while you're vacation, I guess? Yeah, so that motivated me to come to Germany as well, because then you buy the 9-Euro ticket and then you can move around much easier as well. It's been nice. You are on vacation or do you study here for a few months? I study in the Netherlands and then I came to Germany on vacation for the 9-Euro ticket. So how long have you been here? Only 4 days for now. You are located here in Bamberg? No, we went in Gescher and then Hamburg and then we started to go down. Now we're in Bamberg. So how was your train trip? Was it very full? Did you get all your trains? Could you enter all trains or was one too full? Well, there was some delays and then, but then we were able to move on all the trains. One was quite empty, it was nice, yeah. Bist du mit dem 9-Euro-Ticket hier oder bist du mit dem Auto hergefahren? Nein, wir sind mit dem Auto hierher gefahren, nutzen aber für die Wege jetzt in der Region das 9-Euro-Ticket. Haben Sie ja bestimmt auch schon hier den Stadtbus ausprobiert, die S-Bahn. War da alles immer pünktlich oder gab es auch mal ein paar Unstimmigkeiten? Konnten Sie mal nicht mitfahren, weil es zu voll war? Nee, bislang war für uns alles hundertprozentig zufrieden. Einsteigen, aussteigen, da sein. Wir sind von Mühlendorf, also Stegaucher Mühlendorf, rübergefahren und das hat einfach gut funktioniert. Der Bus war pünktlich, der war nicht übervoll, der war durchgängig schnell, nee, alles gut. Das hört man doch immer gerne. Ja, haben Sie davor auch schon den Zug genutzt oder waren Sie da nur mit dem Auto unterwegs? Nee, bislang nur mit dem Auto. Wir haben das jetzt natürlich auch gekauft, weil wir noch nach München weiterfahren und da ist es natürlich interessant, das Auto am Hotel stehen zu lassen. Man, sag ich jetzt mal, macht die Stadt nicht so voll mit seinen ganzen PKWs. Und aus der eigenen Sicht ist es natürlich gut. Ich brauche nicht ewig nach einem Parkplatz zu schauen. Ich brauche dies nicht, das nicht. Kann zwischendurch noch mal ein Bierchen trinken. Vor allem das 9-Euro-Ticket ist ja wahrscheinlich auch günstiger als so manche Parkplatzgebühren in der Innenstadt. Ja, also ich kann das nur begrüßen, weil ich glaube, das macht eben halt auch ein bisschen mehr Spaß zu reisen. Ne? Jetzt seid ihr ja auch auf einem Familienurlaub. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Mit einem Auto, mit einem Zug? Ja, wir wollten eigentlich tatsächlich mit dem 9-Euro-Ticket herkommen, haben aber dann festgestellt, dass die Verbindung genau heute eben ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Also es war irgendwie jeder zweite Zug ausgefallen oder hätte Verspätung gehabt und so weiter. Jetzt sind wir tatsächlich mit dem Auto hergefahren. Nachdem wir ein E-Auto haben, war das jetzt auch nicht so das größte Problem. Ansonsten war man mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, aber das hat jetzt leider nicht so ganz funktioniert. Ach, das ist, kommt ja hin und wieder mal bei uns ganz gerne vor. Ja. Habt ihr das 9-Euro-Ticket denn bisher sonst noch genutzt? Ja, also ich habe es letzten Monat ein paar Mal hergenommen. Ich war dann mit ein paar Freunden mal in Regensburg, dann so generell um in unser nächstgrößere Stadt, also nach Passau zum Fahren, hat sich das ganz gut angeboten.
eigentlich, wie gesagt, hätten wir es jetzt für den Monat auch gebraucht. Wie gesagt, leider hat das nicht so ganz funktioniert. Mein Bruder ist mit seinen Freunden mit dem 9-Euro-Ticket auch einmal fortgefahren. Also doch, wir haben es schon auch nutzen können. Es klingt jetzt eher so, als ob ihr das 9-Euro-Ticket so für Fahrten genommen hättet, die sonst nicht stattgefunden hätten. Stimmt das so? Ja, das kann man so sagen, weil generell öffentliche Verkehrsmittel haben jetzt bei uns nicht ganz so gut ausgebaut. Deswegen benutzen wir es eigentlich nicht und fahren sowieso alles mit dem Auto. Aber ich habe das Angebot eigentlich jetzt doch ganz praktisch gefunden, dass man einfach sagt, man kann jetzt mal Ausflüge machen, die man halt so nicht gemacht hätte. Und daher, ja, kann ich eigentlich das 9-Euro-Ticket so gesehen nur befürworten und finde das eigentlich eine ganz gute Investition, die da gemacht worden ist. Was verschlägt dich denn hierher? Ja, die einfach die fantastische Stadt, die Altstadt, die Schäufele. Wir fahren auch nur wegen dem Schäufele essen hierher. Schäufele immer gut, Schnitzel auch immer gut. Hier gibt es nur gutes Essen Schnitzel und gutes Bier. Das ist richtig, deswegen gehen wir immer ins Fessler. Auf jeden Fall schon mal eine gute Entscheidung, aber wie bist du dann hergekommen? Mit der Bahn, wir haben das 9-Euro-Ticket. Ja, und da sind wir heute Morgen in Aschenbech eingestiegen, in einer überfüllten Bahn, Sitzplatz auf der Treppe. Ja. Ja, ja, immerhin noch mitgekommen. Ja, genau, richtig. Das letzte Mal sind wir nicht mitgekommen. Da wollten wir letzte Woche so wollten wir her mit dem Fahrrad fahren. Und da hieß es ja, Fahrrad geht nicht. Ne? Das bei uns auf der Strecke Nürnberg-Bamberg ist auch immer so ausgelassen, dass du nur abends oder morgens oder in der S-Bahn vielleicht noch dein Fahrrad reinkriegen kannst, in den anderen Zügen alles nicht. Ja, ja, also wie gesagt, wir sind also schon gar nicht in den Zug reinkommen in Aschenbech. Da haben wir uns umentschlossen. Wir sind dann ganz einfach mit der Maintalbahn nach Mittelberg gefahren. Mittelberg ist auch sehr schön, also Unterfranken. Und da konnte man die Fahrräder mitnehmen und sind dann gemütlich von Mittelberg nach Aschenbech zurückgeradelt. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Naja, es gibt ja genug Hecke unterwegs, ne? Da macht man natürlich einen Stopp. Und das kennt ihr hier natürlich nicht, Hecke. Besewirtschaft, sagt man glaube ich auch. Und da kann das schon ein paar Stunden dauern. Ne? Mhm. Habt ihr denn davor, seid ihr davor auch schon auf Zug gefahren oder ist jetzt erst durch das 9-Euro-Ticket aufgekommen bei Ihnen? Ja, wir sind das erste Mal, haben wir das 9-Euro-Ticket gekauft vor 4 Wochen in Rügen. Wir waren mit dem Wohnmobil oben und da sind wir dann mit dem rasenden Roland, das ist eine historische Dampflokbahn, und da sind wir da mehrmals gefahren. Hat riesen Spaß gemacht. Ne? Die haben 9-Euro-Ticket dabei? Wir haben das da oben gekriegt. Wir waren ja mit dem Wohnmobil oben und wir haben dann da oben, wollten wir auch mit der Bahn fahren. Da konnte man auch mit dem 9-Euro-Ticket, wir haben das da auch im Zug gekriegt. Also in dieser historischen Dampflokbahn. Ja, und seitdem haben wir das jetzt 2 Monate, ne? Und nutzen das auch. Ne? Das ist toll. Viele nutzen ja auch das 9-Euro-Ticket, um zur Arbeit zu kommen, zur Schule zu kommen oder halt auch Fahrten zu machen, die sie eh gemacht hätten. Wie sieht das bei euch aus? Wären die Fahrten entstanden, wenn es 9-Euro-Ticket nicht gegeben hätte oder sind die nur dadurch zustande gekommen? Dadurch, dass Sommerferien waren, sind die tatsächlich genau deswegen entstanden. Ich hätte vorher gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwo hinzufahren. Das wäre viel zu teuer gewesen. Also wir kommen aus Italien, aus dem Urlaub und machen hier Zwischenübernachtung. Und wie seid ihr jetzt hergekommen? Mit dem Auto. Habt ihr auch überlegt, mit einem 9-Euro-Ticket herzufahren? Nein, nicht. Aber ich habe ein 9-Euro-Ticket oder ich hatte letzten Monat eins, weil ich arbeite bei der Uni, also als Techniker bei der Uni und muss immer nach Münster, fahre den Weg zur Arbeit immer mit einem 9-Euro-Ticket und bin da sehr mit zufrieden. Alles klar. Haben Sie Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket gemacht bisher? Also ich habe kein 9-Euro-Ticket gekauft, weil ich aus Bamberg bin, also und das nicht brauche. Haben Sie von Bekannten da Erfahrungen mitbekommen? Ja, sie. Sie ist die einzige Bekannte, die das 9-Euro-Ticket gekauft hat. Und was waren da so die Erfahrungswerte? Naja, man kann halt günstig erfahren. Ne? Mhm. Das ist es. Hatten Sie das Gefühl, dass das 9-Euro-Ticket Ihre Reise erleichtert hat? Ach, ich habe es bei uns oben nur lokal benutzt. Also da bin ich jetzt nicht der Freund von, mit Regionalzügen hier quer durch Deutschland zu fahren. Das ist mir doch zu mühsam. Zu mühsam? Warum? Woran liegt es? Ja, die vielen Umsteigereien, dann gehe ich im Zweifelsfall lieber in die City und habe meine Bahncard und also für große Strecken nutze ich die Bahncard und gehe in die größeren Züge. Wir stehen hier jetzt gerade auf der unteren Brücke in Bamberg. Da stehen seit einigen Zeiten ja doch hin und wieder mal Bierbissgarnituren. Die Brücke wird nämlich normalerweise bewirtet, das ist gerade eben jetzt nicht der Fall. Liegt daran, dass wir jetzt kurz vor der Sandkerwa sind.
Und das ist natürlich ein interessantes Thema, denn da wollen wir dann natürlich auch mal nachhaken, wie denn die Leute das Ganze mit dem Biergarten hier gefunden haben und ob sie es denn gut finden, dass das Ganze zurückkommt oder ob es gerne so bleiben kann wie jetzt, dass jeder hier einfach verweilen kann, wie er möchte. Ja, wie finden Sie das? Fanden Sie es vorher besser oder finden Sie es so, wie es jetzt ist, besser? Ja, das ist geteilt, sagen wir mal so, weil, tschüss, weil, sagen wir mal, das ist halt schon Vormittag ziemlich voll, ne? Ja, also. Und wenn man so als Privatmann drüber läuft, ne? Also manchmal wird man belästigt, ne? Ja, also ich wohne grundsätzlich schon seit bald jetzt 9 Jahren hier. Und habe die untere Brücke natürlich als Treffpunkt natürlich immer sehr genossen, bis jetzt dann der Biergarten gekommen ist, jetzt Anfang April bzw. Ende April, je nachdem. Und genau, also ich denke, wenn man sich die Frage stellt, ist es besser angekommen als gedacht, muss man natürlich noch fragen, an welche Bevölkerungsgruppe man in dem Moment natürlich fragt. Jetzt gerade für uns junge Leute bzw. gerade für Studierende, da habe ich jetzt eigentlich keine wirklich positive Rückmeldung jetzt vom Biergarten gehört. Also man sieht jetzt natürlich viele Touristen, die da jetzt da sitzen und es genießen, aber wirklich aus studentischer Perspektive oder jetzt auch bei mir, irgendwie jetzt, beim Jungverband, bei den Jusos, dann habe ich absolut keine positive Rückmeldung gehört, wo irgendeiner gesagt hat, super, oder eine gesagt hat, ja, super tolle Idee, müsste man unbedingt verlängern. Es gab natürlich Probleme an der unteren Brücke, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob jetzt die Öffnung der Clubs und Bars, die wir jetzt ja dank des langsamen schwindenden Corona-Geschehens ja auch jetzt immer mehr haben, ob das es automatisch schon bereinigt hat und jetzt unbedingt diesen Biergarten gebraucht hätte. Klingt so, als hätte dir die Veränderung nicht so gefallen. Was willst du denn sagen? Warum ist das nicht so gut, was da passiert ist? Oder was stört dich daran? Ja, ich glaube halt, dass in Bamberg, wir sind eine Studienstadt mit super vielen Studenten, super vielen jungen Leuten, über 10.000 Studis hier. Und ja, ich finde es halt schwierig, wenn Räume, die eigentlich davor offen waren für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder nicht sich in der Bar jetzt irgendein teures Getränk leisten können oder was zu essen, dass die hier auch chillen können in einem Raum. Und mir gefällt es halt nicht, dass sozusagen so konsumfreie Räume dann irgendwann immer weniger werden in Bamberg und ja, man sozusagen nur noch den Zugang bekommt, wenn man Essen kauft oder so. Ja, das stört mich. Glaubst du, das ist allgemein ein Problem hier in Bamberg, dass es irgendwie zu wenig darum geht, was sich die jüngere Bevölkerung wünscht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist aber so ein strukturelles Problem. Allgemein in ganz vielen Kommunen glaube ich, dass ganz viele junge Leute irgendwie eher auf die Bundespolitik oder auf die Landespolitik schauen und sowas direkt vor Ort ist. Das betrifft mega viele, aber ich glaube, da sehen viele gar nicht so den Hebel, sich zu engagieren oder so. Also ja, ich würde schon sagen, dass es allgemein in Bamberg ein größeres Problem ist. Und ja, genau deswegen, ich bin auch Teil von der jungen Initiative Bamberg, die sich da auch mit beschäftigt und eigentlich sagt, hey, okay, hier muss sich was verändern. Wir sind so viele junge Leute, wir haben eigentlich so eine Stimme, wenn wir uns organisieren. Genau. Ja, genau, was das früher hier für dich war. Drei Wörter. Oh, gesellig. Gesellig ist so ein bisschen, ja, das klingt so nach Bierstube, aber doch irgendwie schon so. Man kommt in einen Austausch mit Menschen. Doch auch ein bisschen wild. Also schon so ein bisschen. Ein bisschen wild? Oh. Das waren ja schon zwei Wörter, also hat gepasst. Achso, waren das drei? Okay, bisschen wild, gesellig. Okay. Passt. Okay, daraus höre ich jetzt, dass du nicht so Fan bist von den Entwicklungen, die hier stattgefunden haben in den letzten Monaten. Nee, das bin ich nicht. Aber ja, da gibt es ja offenbar auch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen von der Generation ab, von der man da drauf guckt. Aber ich würde sagen, das, was eigentlich schön war, diesen Platz auch der Jugend dazugeben und solange da irgendwie keine Alternative für uns kommt oder dass man sagt, okay, gut, dann kriegt ihr irgendwo anderes was Schönes aufgebaut, fände ich das toll, wenn wir das eigentlich wiederbekommen würden. Bevor hier diese Gastronomie aufgebaut war, war ich hier schon mal öfter mit Freunden und habe was getrunken. Also das war halt schon ein Treffpunkt davor. Also ich würde schon sagen, dass es mir was bedeutet, ja. Wie würdest du so die Stimmung beschreiben, die hier zu dem Zeitpunkt dann war? Als das jetzt aufgebaut wurde, oder? Vorher so, was das für dich bedeutet? Ja, das war für mich Bamberg immer so, die Stimmung an sich. Also es war im Prinzip genau das, was diese Stadt ausmacht. Halt diese gelöste, lockere Stimmung bei einer wunderschönen Umgebung, mit einem Bier halt irgendwo sitzen und sich einfach unterhalten, quatschen. Und also Bamberg, das war die Stimmung vorher. Ja. Ist das jetzt nicht mehr Bamberg? Also jetzt gerade, wo wir hier sitzen, schon wieder, aber zu dem Zeitpunkt, wo hier die Gastronomie aufgebaut wurde, war das schon deutlich eingeschränkt. Also die haben diesen Ort einfach zerstört, die Stadt, ne? Also die haben hier Bauzäune aufgestellt und naja, die wollten halt die Jugend hier weghaben.
ganz einfach. Es ist wieder Sofa-Time. Das bedeutet, ja, wir haben hier im Funko Live-Studio einen Interviewgast. Und zwar reden wir heute über das Fahren von Autos nach Afrika. Wie kam es denn überhaupt erstmal dazu? Wie kam es dazu? Also das Ganze mache ich ja über eine Rallye tatsächlich. Also ich fahre zwar auch mittlerweile selbst Autos nach Afrika, so halt zum Spaß an der Freude. Aber tatsächlich meine ersten Erfahrungen habe ich über eine Rallye gesammelt. Und zu der kam ich tatsächlich ganz traditionell über einen Flyer, der mal in einer Bestellung von einem Teilehändler dabei lag. Und der Veranstalter gibt dann quasi einem ein Roadbook mit und ist auch selber dabei. Und dann fährt man eigentlich jeden Tag von Campingplatz zu Campingplatz. Und an ein paar Tagen fährt man auch noch wegen Offroad. Mhm. Richtig durch die Wüste mit Autos, die dafür eigentlich gar nicht gebaut sind. Und ja, und wie gesagt, das Ganze geht in Spanien los. Man trifft sich in Tarifa. Das ist der südlichste Punkt von Spanien. Von dort aus setzt man mit der Fähre über nach Marokko, fährt dann ein bisschen durch Marokko durch, lernt Land und Leute kennen. Das Schöne ist, man kommt vor allem auch sehr abseits der normalen Touri-Routen. Mhm. Routen, was für viele, gerade für die meisten, die Pauschalurlaub gewohnt sind, eine ziemliche Umstellung ist. Mhm. Und dann geht es über die Westsahara runter, mitten in die Wüste rein, nach Mauretanien. Und in Mauretanien kommt auch der ganze Hintergrund dann der Rallye zum Tragen. Das Ganze ist nämlich eine Art Charity-Veranstaltung. Man fährt nämlich diese Autos nicht nur rein aus Spaß darunter, sondern in Mauretanien werden die Autos dann verkauft. Und der gesamte Erlös von diesem Verkauf der Fahrzeuge geht an ein Waisenhaus, das der Veranstalter dort vor mittlerweile sind es glaube ich schon über 15 Jahre her, gegründet hat. Und dieses Waisenhausprojekt, das ist in Nouadhibou in Mauretanien, ist mittlerweile dort eine relativ bekannte Adresse. Wie kommen denn die Autos überhaupt von wo auch immer die herkommen, erstmal nach Südspanien? Indem man die dahin fährt. Achso, das heißt, man kauft die hier oder woanders, ja, und fährt die quasi ab dem Punkt, wo man sie kauft, dann erstmal nach Südspanien und da geht das ganze Abenteuer dann erst los. Ja, also ja, sozusagen, es geht eigentlich dieses ganze Abenteuer schon weit vor dem Kauf los. Es ist schon für viele einfach ein großer Spaß, dann erstmal sich ein passendes Auto zu suchen, dieses zu kaufen, es herzurichten. Man muss ja es sind ja meistens da um die 30 Jahre alte Fahrzeuge. Mhm. Die müssen ja irgendwie durch den TÜV kommen, etc. Dann müssen diese Fahrzeuge wüstentauglich umgebaut werden. Wie ich ja schon erwähnt habe, eine Höherlegung ist zwingend erforderlich, Unterfahrschutzblech und sonstige Spielereien. Es ist auch ziemlich üblich bei der Rallye, dass man die Autos wegen Rallye-mäßig hübsch macht, für das richtige Ambiente mit Rallye-Beklebungen etc. Ja, und dann fährt man halt Roadtrip-mäßig quasi von Deutschland, wo auch immer man herkommt, über Frankreich, Spanien darunter, hat so schon mal, es klingt im ersten Moment langweilig, aber es ist tatsächlich, kommt da richtiges Road-Movie-Feeling oft auf, mit schon unzähligen Geschichten, allein schon von dieser Anfahrt, bevor die Rallye eigentlich richtig losgeht. Kommt es denn vor, dass da Autos auch mal auf der Tour liegen bleiben und wie wird damit dann umgegangen? Das kommt sogar relativ regelmäßig vor. Wie gesagt, das sind teilweise sehr alte Fahrzeuge, die auch extrem belastet werden. Von daher sind Fahrzeugpannen alltäglich. Auf der Rallye selbst ist, wie gesagt, der Veranstalter ist dabei, der mechanisch sehr gut begabt ist. Und es ist noch zusätzlich ein eigener Rallye-Mechaniker dabei, okay, den man dann quasi als, die Nummer steht im Rotbuch, man hat ihn quasi als Notansprechpartner. Mhm. Wenn man unterwegs liegen bleibt, ruft man den an. Und der kommt dann wieder vorbei, schaut, was es zu tun ist und organisiert dann irgendwie, dass es weitergeht. Mhm. Oder man fragt einfach, was gerade in Marokko sehr gut funktioniert. Man bleibt irgendwo liegen und fragt auf den nächstbesten Einheimischen. Die Autos fährt mit der Rallye bis nach Mauretanien. Dort werden die in Nouadhibou verkauft. Und man fährt die Autos dann noch bis an die senegalesische Grenze, wo sie dann dem Käufer übergeben werden. Das heißt, die Autos, die man da gekauft hat, die tauchen hauptsächlich in Mauretanien und im Senegal auf? Ja, eigentlich hauptsächlich aktuell noch in Mauretanien.
Senegal hat wie einige andere Länder seine Zollvorschriften stark verschärft. Dort dürfen nur noch Autos, die maximal fünf Jahre alt sind, eingeführt werden. In Mauretanien gibt es eigentlich auch mittlerweile ähnlich scharfe Regeln, aber den Käufer, den wir dort haben, der hat seine Mittel und Wege, wie er dann trotzdem die Fahrzeuge noch gut an den Mann bekommt. Und wie das genau funktioniert, wollen wir gar nicht so hinterfragen. Wir sind eigentlich nur froh im Rahmen der Rallye, dass wir da dort verlässliche Partner haben, die die Fahrzeuge kaufen und einfach am Ende dann das Geld vor allem auch sehr zuverlässig kommt und damit das Waisenhaus dann wieder für ein halbes Jahr finanziert werden kann oder für ein Jahr. Ja, ihr? Ja, kommt alle hier nach Bamberg, fühlt euch wohl, esst das Schäufele und genießt die Zeit hier.